Bevor wir anfangen, muss ich noch zwei Sätze zu meinen in der Türkei inhaftierten Kollegen Deniz Yücel sagen. Das ist obligatorisch für uns. Wie viele von Ihnen mitbekommen haben, ist unser langjähriger Taz-Kollege, der jetzt für die Welt arbeitet und dort als Türkei-Korrespondent tätig war, in der Türkei inhaftiert unter skandalösen Umständen, lächerlichen Vorwürfen. Und es ist klar, dass wir von der Zeitung her sehr genau darauf schauen, den Fall sehr genau verfolgen. Natürlich schauen wir auch hin, was unsere türkischen Kollegen, die ja in großer Zahl im Gefängnis sind, in Gefängnissen in der Türkei sind, was mit ihnen passiert. Bei Deniz Yücel ist der Fall, dass er deutsch-türkischer Staatsbürger ist. Von daher hat die Bundesrepublik Deutschland hier eine große Pflicht, einzugreifen, zu intervenieren, vor und hinter den Kulissen sich darum zu bemühen, dass der Kollege bald wieder freikommt. Die Situation von ihm ist höchst unklar, aber wir erwarten, dass er nicht in 5 Jahren mit einem großen Gefängnistagebuch wieder aufkreuzt, sondern dass der Fall zügig und bald gelöst werden kann. Und Sie können sich sicher sein, dass wir als Taz und als Medium da alles in unserer Macht tun werden und den Fall genau beobachten werden. Also Freiheit für Deniz Yücel. Nun darf ich hier bei mir begrüßen am Taz-Stand den Autor Daniel Schreiber. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Daniel hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Zuhause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Der Untertitel ist auch immer wichtig, wie vielleicht auch bei anderen Titeln, die wir im Laufe dieser Dreiviertelstunde hier zitieren dürfen. Sie geben immer schon ein bisschen den Blickwinkel vor. Daniel hat für uns Kolumnen geschrieben. Er war in New York, in London, er ist viel gereist, hat als Journalist sich in verschiedenen Medien probiert, hat bei uns diese schöne Kolumne Nüchtern geschrieben, aus die ein sehr feines Buch auch bei Hansa Berlin hervorgegangen ist, ich glaube 2014, oder? Und das kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen. Es steht in meinen Augen auch ein bisschen in Verbindung mit dem jetzigen Buch. Also darf man schon sagen, Daniel als Kulturtheoretiker, als Kunstkritiker, als Essayist hat in meinen Augen, ich darf ein bisschen schwärmen, die Begabung, persönliche Dinge mit theoretischen Abstraktionen und Erzählungen zu verbinden. Also ich freue mich sehr, dass du da bist und ich gehe jetzt direkt in dein Buch hinein und muss die Brille auf die Nase rutschen lassen, weil, also er ist 1977 geboren in Mecklenburg-Vorpommern, DDR, und schreibt in seinem Buch Sätze wie, ich zitiere eins und damit denke ich, dass wir vielleicht ein bisschen ins Plaudern kommen. Ich zitiere dich, darf dich vom Anfang zitieren. War das Gefühl des Zuhause-Seins früher mit dem konkreten Ort verbunden, aus dem wir stammen, ist es heute eher mit einem imaginären Ort verknüpft, zu dem wir hinwollen? Spricht hier das Wir oder ein Ich? Also die Frage, lässt sich die eben zitierte Aussage tatsächlich verallgemeinern? Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total. Und ich wollte eigentlich erst einen Witz machen darüber, wie dick einen das Sofa aussehen lässt. Ja, wir haben da Probleme. Du nicht. Nee, doch. doch. Der Satz ist schon allgemein gemeint. Und das ist meines Erachtens tatsächlich eine Zeitdiagnose, weil ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war wirklich darüber nachzudenken, was zu Hause für uns heute noch bedeuten kann, weil es hat sich viel verändert. Wir leben in einer Zeit, in der die Entwurzelung das vielleicht bestimmendste kollektive Gefühl ist. Wir erleben das in verschiedenen Facetten, einige davon schön, andere davon sehr bedenklich und bedrohlich, wenn man an bestimmte politische Instrumentalisierung dieses Gefühls denkt. Und diese Entwurzelung hat sehr konkrete Ursachen in einem Umschwung von einem kollektiven Verständnis, was für uns zu Hause ist. Früher wurde man in eine bestimmte Schicht hineingeboren, ein bestimmtes Milieu, bestimmte Clans und Zirkel. Und diesen Milieus blieb man auch sein ganzes Leben lang auch emotional verhaftet. Früher war zu Hause sehr viel mehr mit Herkunft verbunden, als es heute ist.
Und heute ist es so, dass für die meisten von uns, wir ziehen mehrmals in unserem Leben um. Viele von uns leben nicht mehr an dem Ort, an dem sie geboren wurden. Es ist inzwischen heute normal geworden, von Menschen zu erwarten, dass sie auch für einen Job in ein anderes Land ziehen. Und es wird immer so getan, als wäre das ganz normal. Und als hätte es keine großen Auswirkungen für uns, dass wir mal dort wohnen und dort wohnen. Und mein Gefühl war, und diesem Gefühl wollte ich mit diesem Buch nachgehen, dass Zuhause eben heute etwas ist, was wir uns leider erarbeiten müssen. Dass wir uns leider immer neu beschreiben müssen und dessen uns neu versichern müssen, immer wieder. Du schilderst in deinem Buch immer wieder dunkle Phasen, wie du es nennst, deines Lebens. Das sind unerfüllte persönliche Glücksmomente, Suchbewegungen, Lebenskrisen. Und dazu mischst du kulturtheoretische Abstraktionen. Du hättest auch Heimat draufschreiben können, auf diesen Begriff hast du verzichtet. Du sagst Zuhause. Es gab mal, kennst du den Sampler, wo ist Zuhause Mama? Gab es in den 90er Jahren bei Trikont, da gab es auch schon mal so eine Heimatdiskussion unter Linken, inwieweit man mit diesem Begriff überhaupt irgendwas anfangen kann. Und da ging es immer auch um Zuhause oder Heimat. Also du weißt, dass es ein nicht ganz ungefährliches Terrain ist, wenn man sich so damit beschäftigt. Und du wappnest dich entsprechend. Also du zitierst Theodor W. Adorno, den großen Frankfurter Theoretiker, der auch einer des Exils war. Du zitierst aus Adornos Minima Moralia und auch hier nenne ich, wie bei deinem Buch, den nicht ganz unbedeutenden Untertitel. Minima Moralia hat den Untertitel Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Du zitierst also folgenden Satz, den ich jetzt hier mal wiedergebe. Adorno schreibt, es gehört zur Moral, nicht bei sich selbst zu Hause zu sein. Warum ist dir dieser Satz wichtig und was genau willst du uns damit sagen? Also mir persönlich ist dieser Satz als eine gedankliche Anregung, als ein gedankliches Sprungbrett wichtig. Denn ich glaube, dass dieser Satz heute nicht mehr trägt. Ich glaube, dass wir heute nicht mehr die moralische Verpflichtung haben, bei uns selbst zu Hause zu sein. Und ich glaube, man muss sich heute die Frage stellen, was man damit gewinnen würde, wenn man sich dieses Gefühl nicht erlaubt. Und ich bin gerade so verwirrt durch das Saxophon. eine Folie vor dieses. Das verwirrt mich wirklich. Das sitzt noch auf der Straße. Also eine Folie, vor der dieses Buch stattfindet, ist tatsächlich dieses Gefühl der Verunsicherung, das viele von uns haben. Und das, dieses Buch fängt in London an, nach dem Ende einer schwierigen Beziehung, wo ich tatsächlich sowas wie eine Lebenskrise begann und wo ich mich mit einer Deutlichkeit gefragt habe, wo ich leben will, was das alles soll, wo ich mich in 5 Jahren sehe und wie ich sie lange nicht gehabt hatte. Und da kam für mich hinzu dieses Gefühl, dass wir gerade so das Ende einer bestimmten Weltordnung erleben, von der wir alle dachten, das hält ewig an. Und dass sich an allen Ecken und Kanten Dinge aufzulösen schienen, von denen ich dachte, wir würden für immer so bleiben. Und in diesem Kontext entstand das Buch. Und um auf die Heimat zurückzukommen, ist es ein sehr wichtiger Gedanke, es ist auch ein sehr wichtiger Unterschied. Denn wir erleben immer in Zeiten einer kollektiven Entwurzelung, erleben wir immer eine stärkere Fokussierung auf den Heimatbegriff. Das war schon Ende des 18. Jahrhunderts so, als das, wenn man sich die Kulturgeschichte anguckt, dieses Begriffs, als er zum ersten Mal so romantisch verwendet wurde, wie wir ihn heute wieder verwenden, das war Ende des 18. Jahrhunderts, das war eine Reaktion auf Landflucht, auf Industrialisierung, das war eine Reaktion auf die verschiedenen Kriege, die im Kleinstaaten Europa den verschiedenen Staaten immer wieder neue Identitäten aufdrückten. Und damals schon beschrieb dieser Begriff etwas, was es nie gegeben hat. Diese,
ländliche Idylle, dieses nostalgische Heimatding hat es damals schon nicht gegeben und damals war das schon verloren. Und diese Realität, dieser Sehnsuchtsaspekt dieses Begriffs zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte dieses Begriffs. Man muss da nicht gleich an das Dritte Reich denken, sondern also man kann an die Heimatfilme denken in Westdeutschland der 50er Jahre, die so weiß gewaschen waren wie nichts. Ich musste an den Heimatkundeunterricht in der ehemaligen DDR denken, den jedes Kind bis zur 4. Klasse hatte. Und dieses Saxophon ist immer noch da. Wenn man über Heimat, Herkunft, Zuhause redet, ist meistens der Begriff der Familie nicht allzu weit und der Familienkonstellation. Du berichtest in deinem Buch von der Geschichte einer deiner Großväter, der ist... Urgroßmütter. Ja, ist nicht ein Großvater hervorgegangen aus der Verbindung deiner Urgroßmutter Martha Jäger mit einem russischen Militärkommandanten, dem von Granowitz, oder bringe ich was durcheinander? Du bringst was durcheinander, das war mein Vater. Ist. Ach, dein Vater. Ja. Also der ja. Das ist viel, viel näher. Wofür steht diese Geschichte? Du meinst jetzt konkret die Geschichte? Wie habt ihr, was bedeutet sie für dich und warum führst du sie in dem Buch auf? Man muss dazu sagen, dass das zweite Kapitel dreht sich vor allem um meine Urgroßmutter, die ist die Hauptfigur. Die ist in Wolhynien aufgewachsen, das ist ein Landstrich, der heute so gut wie vergessen ist. Aus dem wie heißt der? Wolhynien. Wo war das? Das war im Westen der heutigen Ukraine. Das gehörte früher erst zu Polen, Litauen, dann zu Russland. Und es war tatsächlich so etwas wie so eine multireligiöse, multiethnische Idylle, die auf die allerschlimmste Art und grausamste Art und Weise zerstört wurde. Und nachdem Menschen vor 100 Jahren sehr friedlich in dieser wirklich mit verschiedenen Religionen und verschiedenen Ethnien zusammengelebt haben, haben die sich in den 40er Jahren alle gegenseitig ermordet. Also 100.000 Menschen haben sich gegenseitig umgebracht. In so einer Art Kettenreaktion. Und meine Urgroßmutter ist vor dem Ersten Weltkrieg weggegangen oder dort geflohen, musste fliehen. Musste sie während des Zweiten Weltkriegs einmal fliehen und nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal. Und sie war das ganze Leben lang auf der Flucht. Und in dieser Flucht und diese Geschichte, die du ansprichst, ist eine dieser Geschichten, die nur solche Fluchtbiografien möglich machen oder die in solchen Fluchtbiografien entstehen. Und für mich war das wichtig, ich wollte über Flucht schreiben, ich wollte aber allgemein deutlich machen, was das mit Menschen macht, was für psychische Auswirkungen das hat, was für Auswirkungen das auf die nachfolgenden Generationen hat. Und ich wollte auch klar machen, dass Deutschland sehr viel mehr ein Einwanderungsland ist, als wir immer dachten oder denken wollen oder viele Leute denken wollen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung nach Deutschland geflohen. Das heißt, ein Fünftel aller Leute dieses Landes waren Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind unvorstellbare Zahlen. Das war die größte Migrationsbewegung im 20. Jahrhundert. Und das ist etwas, was wir aus unserem kollektiven Unbewussten so gut wie gestrichen haben. Und was jetzt auch gerade in den vergangenen Jahren während der neuen Flüchtlingsdiskussionen höchstens an den Rändern auftauchte. Und das waren auch Flüchtlinge. Es wird immer so getan, als wären die so mit offenen Armen willkommen geheißen worden. Das wurden sie nicht. Es waren die 46, 47, waren die schlimmsten Winter irgendwie, die seit Jahrzehnten, niemand hatte was zu essen. Es wurde um die ohnehin knappen Ressourcen konkurriert. Die Leute, die aus diesen Ostgebieten kamen, sprachen teilweise andere Sprachen, in jedem Fall andere Dialekte, sind in anderen Kulturen groß geworden, waren komplett fremd und erinnerten die Einheimischen daran, dass halt dieser Krieg verloren war und dass man da eine Mitschuld dran trug.
Und all das kommt in diesem Kapitel vor. Also beim Schreiben geht es mir vor allem darum, dass der Leser ein bestimmtes Erlebnis machen kann. Es ist, und das ist für mich diese Essay-Form sehr wichtig, denn es ist keine rein persönliche Erzählung, es ist keine philosophische Abhandlung, sondern es ist wirklich eine Mischung. Ich glaube, dass wenn man das liest, dass man auf eine andere Art und Weise erfahren kann, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, was Flucht mit uns macht. Du schreibst in einem Buch also von Flucht, Migration, Vertreibung und davon, dass sie prägend für viele Familienkonstellationen wie die eure war. Wie offen ist das eigentlich verhandelt worden bei euch? War der russische Großvater präsent? War er als Vater für deinen Vater präsent? Oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie mussten dann eben fliehen aus aus diesem schlesischen Gebiet. Und es war wie in den meisten Familien überhaupt nicht präsent, diese gesamte Fluchtgeschichte. Das Kapitel fängt damit an, dass meine Eltern mir einen Stapel Dokumente in die Hand drücken, was so geschehen ist und was mich überrascht hat, weil da plötzlich so Dokumente drin waren, die ich nie gesehen habe. Taufurkunden, Sterbeurkunden, Heiratsurkunden. Und da plötzlich so eine Familiengeschichte in Ansätzen konstruierbar wurde, die weitgehend vergessen war. Wie in fast allen Familien, die direkt von der Flucht betroffen wurden, alle unsere Familien wurden direkt oder indirekt von der Flucht betroffen, aber in den Familien, wo wirklich Menschen flüchten mussten, wurde generell darüber geschwiegen. Und dieses Schweigen, das beschreibe ich auch in diesem Kapitel, wird über die Zeit so eine Art vergessen. Und es ist so ein, ich finde, dieses Schweigen ist so eine Art magisches Denken. Also weil man das im Nachhinein will, dieses Schweigen, das Geschehene ungeschehen machen. Manchmal wird das so aus so einem Anstand heraus gemacht, aus einem falschen Anstand. Aber meistens möchte man durch das Schweigen etwas auslöschen. Und über die Jahrzehnte geschieht genau das. Ein Schweigen wird ein Vergessen. Heimat, Kindheit wird retrospektiv oft als eine mehr oder weniger idealisierte Verlusterfahrung wahrgenommen. Dem hältst du nüchtern entgegen, Kontinuität ist nichts als eine Illusion. Ich denke, das bezieht sich auf diese konkrete Geschichte, die du gerade geschildert hast. Die Frage hatte ich vorbereitet, bevor es mir hier erklärt hat. Ja, ist auch ein philosophischer Punkt natürlich. Wir leben in einer Zeit, wir alle glauben, dass Heimat im Sinne von Heimat was Konstantes ist, dass die Grenzen der Nationalstaaten, in denen wir leben, konstant sind, dass die politischen Systeme stabil sind. Wenn man sich die Geschichte anguckt, dass die gesamte, aber auch die der vergangenen 100 Jahre, wird man feststellen, dass genau das nicht das Stabile ist. Dass politische Systeme von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen können. Dass Grenzen sich viel schneller ändern können, als uns lieb ist. Und dass diese ganzen Sachen, von denen wir glauben, sie wären so, auf die könnten wir uns verlassen, dass die tatsächlich nicht so stabil sind. Und vielleicht um so einen grundsätzlichen Gedanken in diesem Buch zu verdeutlichen, mein Eindruck ist, dass die einzige Antwort auf dieses Gefühl kollektiver Entwurzelung eine individuelle Verwurzelung ist. Deshalb auch zu Hause. Ich glaube, dass wir heute anders beschreiben müssen für uns selbst, uns anders verdeutlichen müssen, wie und wo wir zu Hause sind und dass das die eigentliche Antwort auf das Entwurzelungsgefühl ist. Lass uns nochmal über dein früheres kindliches Zuhause sprechen. Du sprichst von einer oder
beschreibst eine familiär positiv erlebte frühe Kindheit in der DDR. Und dann zitiere ich dich, bevor ein Terror in mein Leben einzog, vor dem mich niemand mehr beschützen konnte. Was spielte sich ab? Was spielte sich in der DDR auf dem Land, in Mecklenburg-Vorpommern für dich ab? Was ist geschehen? Ja, also ich bin in der Mecklenburgischen Seenplatte aufgewachsen, in einem wirklich sehr kleinen Dorf mit 200 Einwohnern. Und mir sah man als 3- oder 4-Jährigen schon an, dass ich schwul werden würde. Das war also relativ offensichtlich. Ich war sehr feminin und das war ein unfassbares Problem für diese Menschen in diesem Dorf. Man muss sagen, dass natürlich damals ganz anders über Schwule, Lesben und Transgender gedacht wurde als heute. Und was ja besonders in der DDR der Fall ist, ist natürlich, dass es so eine, Kinder waren immer ein Umerziehungsprojekt. Das heißt, Kinder wurden sehr bewusst in ein Kollektiv gedrängt und jede Form von Andersartigkeit war eine Bedrohung für das System. Und es war für mich, hat sich das konkret so geäußert, dass ich zu sehr vielen Ärzten musste, die mich untersuchten, ob mit mir alles in Ordnung ist. Es gab sehr viele drakonische Strafmaßnahmen von Kindergärtnerinnen und Grundschullehrer. Einer Grundschullehrerin, Kinder durften nicht mit mir reden, weil ich quote unquote nicht normal war. Und es war sehr brutal. Und ich habe das so genau beschrieben, ich wollte erst nicht darüber schreiben. Und beim Schreiben des Buches ist mir klar geworden, ich muss darüber schreiben, wenn es ein ehrliches Buch sein soll. Und ich muss vor allem darüber schreiben, um zu verdeutlichen, wie sich für viele Menschen eine grundsätzliche Zuhauselosigkeit anfühlt. Ich glaube nicht, dass meine Geschichte wahnsinnig beispielhaft ist oder dass es ein Beispiel sein sollte oder so gelesen werden sollte, sondern es ist eine Geschichte, die sehr viele schwule Männer, lesbische Frauen und Transgender durchmachen. Es ist eine Geschichte, die viele Menschen haben, die irgendeine Form von Andersartigkeit haben und in solchen kulturellen Kontexten groß geworden sind. Und es ist auch heute noch so. Und dieses grundsätzliche Gefühl von, du gehörst nicht hierhin, du solltest besser schweigen, du solltest besser tot sein, ist ein Gefühl, was dich dein ganzes Leben lang beschäftigt, was du mit dir trägst und was natürlich auch so eine Erschaffung eines Zuhauses wahnsinnig schwierig macht. Und in irgendwann später, da komme ich dann später in dem Buch drauf, eben wird das, dieses Erschaffen eines Zuhauses auch eine Art politischer Akt für Schwule und Lesben. Darüber müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Nein, also du sagst, Gewalt war in der DDR-Gesellschaft strukturell gegen Kinder strukturell verankert. Ja. Erziehung war darauf aus, Individualität zu brechen und Abweichungen zu brechen. Dennoch jetzt nochmal die Frage, meinst du nicht, dass es auch ein besonders unglücklicher, schwerer Fall aufgrund dieser dörflichen Gegebenheit gewesen sein kann? Kann man das so zum Beispiel auch für die städtische Gesellschaft Ost-Berlin sagen? Kann man das so verallgemeinern? Mir ist es ziemlich egal, was in Ost-Berlin zu dem Zeitpunkt passiert. Es ist kein Buch über die DDR. Der Punkt des Kapitels ist auch nicht die Kindererziehung der DDR. Das ging darum, bestimmte Kontexte zu verdeutlichen. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine wahnsinnig besondere Geschichte ist. Und ich glaube, dass viele Menschen solche Erfahrungen in verschiedenen Ausprägungen machen. Und ich schreibe natürlich auch über Ostalgie und so weiter, aber ich wollte jetzt nicht, also es ist, Menschen können fühlen und sich erinnern, so wie sie wollen. Viele Menschen haben verschiedene Erinnerungen aus verschiedenen Gründen und das kann auch gut für sie sein. Aber man darf nicht vergessen, dass Kindererziehung in der DDR im Grunde ein riesiges Menschenexperiment war. Und jeder, der anders darüber denkt oder der es irgendwie in diese Schul- und Erziehungspolitik in einem anderen Licht darstellen möchte heute, ist historisch einfach auf der falschen Seite und hat nicht recht. 1989 fiel dann die Mauer und damit auch dieses System, was du erlitten hast. Du bist selber 1977 geboren und
ziehst dann los, findest deine Möglichkeiten, dir die Freiheitsräume zu suchen und zu nehmen. Man muss auch zu dem Hintergrund immer sagen, soweit ich es verstanden habe, haben deine Eltern, soweit es ging, dich immer geschützt. Und du schreibst dann, notierst jetzt Jahre später in deinem Buch einen Satz, mit dem ich dich konfrontieren möchte. Die Freiheit, das Zuhause unserer Träume zu finden, ist wahrscheinlich begrenzter, als wir glauben. Das ist natürlich jetzt schon, sag mal, nachdem du die eine oder andere Runde gedreht hast, nicht? London, New York, jetzt Neukölln. Ist das abgeklärt, weise oder ein wenig desillusioniert? Das musst du mir sagen, Andreas. Das Buch, ich wusste ganz lange nicht, wie das Buch enden wird. Und ich bin total stolz auf das Ende, weil ich was für mich verstanden habe, was ich vorher nicht verstanden hatte. Und weil das, glaube ich, auch ein sehr interessanter Punkt ist, der, wenn man jetzt so verkürzt darstellt, leicht so klingt, wir müssen so uns abgeklärt mit der Realität auseinandersetzen. Aber das ist sehr viel komplizierter, denn ich glaube, ein grundsätzliches Problem, was wir heute auch in anderen Sphären erleben, aber was ich für zu Hause, besonders für die Sphäre des Zuhauses, besonders für dramatisch halte, ist, dass wir so eine Art Gentrifizierung der Gefühle erleben, dass wir nur bestimmte Gefühle haben dürfen, dass jede Art von Wut wegtherapiert werden muss, dass eine bestimmte, jede Art von negatives Gefühl irgendwie ein gesellschaftlicher Stolperstein ist, den wir nicht haben sollten. Und damit einher geht eine Idealisierung von unserem Zuhause, die unerreichbar ist. Damit einhergehen verschiedene Erwartungshaltungen, große Fantasien, die sind für jeden Menschen anders. Manche Menschen haben große Wegziehfantasien, möchten irgendwie an Orten leben, wie du sie eben genannt hast. Andere Menschen denken darüber anders, aber in jedem Fall gibt es diese Ebene der Fantasie und der Erwartungshaltung. Und wenn man nicht irgendwann für sich erlebbar macht, wie wichtig Beziehungen sind, wie wichtig bestimmte Facetten dieses Ortes sind, an dem man lebt, wie wichtig die Arbeit für einen ist, wie wichtig die Realität des Lebensorts ist und das mit dieser Erwartungshaltung abcheckt, der kommt irgendwann zu Problemen. Und das ist jetzt alles sehr kompliziert und total abstrakt. Wenn Sie es lesen, dann das ist es nicht so abstrakt. Zuhause ist kein räumlich-örtlicher Begriff. Das ist interessant, weil man kann, ich merke auch bei so Podiumsdiskussionen immer, es ist wirklich schwer, darüber zu sprechen, weil man entweder irgendwie nur dieses ganz Persönliche besprechen kann oder halt wirklich in sowas dann eben gleich mit Adorno kommen muss. Und das Ding ist, das ist tatsächlich für mich dieser große Vorteil der Form des Essays, weil das das auf eine andere Art erlebbar macht, weil es bestimmte Gedankenräume und Erfahrungsräume öffnet. Das ist halt eine literarische Form, die ich natürlich jetzt in dem Sinne jetzt nicht so reproduzieren kann auf diesem Sofa, auf dem man so dick aussieht. Das Erzählerische kann ich auch nicht reproduzieren oder dich paraphrasieren, aber ich komme nochmal mit einem anderen großen Zitat, mit Imre Kertész, den du zum Schluss zitierst, deines großen Essays hier, den großen ungarischen Schriftsteller und Überlebenden des Holocaust. Ich zitiere ihn, wie du ihn zitierst: Daheim, zu Hause, Heimatland, von all dem wird man vielleicht auch einmal anders sprechen können. Oder wir sprechen überhaupt nicht mehr davon. Du verstehst ihn durchaus, auch historisch, siehst es aber, glaube ich, anders. Oder täusche ich mich da? Das ist auch vielleicht die Schlaufe zum Adorno wieder. Ja, es ist immer so schwierig, so kontextlos
über diese... Dann erzähl es, wie es eingebettet ist oder gedacht. Ja, und also sowohl in dem Text auch als bei Kehrtisch. Also das Zitat stammt aus einem Artikel, den er über Berlin geschrieben hat, was seine große... Sein großer Fantasieort war und wo er am Ende seines Lebens gelebt hat und was ihn unheimlich erleichtert hat. Und es war für ihn natürlich besonders schwierig, weil er ins KZ gesteckt worden war und dann in dieses Berlin zurückkam zu den Leuten, die ihn mehrere Jahrzehnte zuvor verfolgt hatten. Und er hat natürlich in Ungarn während der sozialistischen Regierung dort gelebt. Und in diesem biografischen Kontext hat er recht. In diesem biografischen Kontext, in diesem Leben kann man, glaube ich, auf keinen anderen Gedanken kommen, als zu sagen, jede Art von Nationalidentität ist ein Problem. Jede Art von kollektiver Identität hat das Potenzial, gewaltsam und zerstörerisch zu sein. Wir leben heute natürlich in einer anderen Zeit. Und ich glaube, dass wir historisch mit diesem Entwurzelungsgefühl, was wir heute durch die Globalisierung und so weiter erleben, uns auf einer anderen Ebene befinden, wo wir uns neu über unsere Verwurzelung Gedanken machen müssen. Und das ist natürlich für Kehrtisch nicht der Fall gewesen. Und das ist auch der Punkt, dann, den ich in diesem Buch mache, dass es ist genauso eine Fantasie zu glauben, es käme nicht auf nationale Identitäten an. Es ist genauso eine Fantasie zu glauben, wir können überall leben, wo wir wollen, können wir nicht. Es ist genauso eine Fantasie zu glauben, ich kann mich über all das erheben. Das sind Realitäten unseres Lebens, die wir berücksichtigen müssen. Genauso geht es mir in diesem Buch um dieses ganze romantische Ideal, was mit Heimat oder eben auch mit dieser mit diesem Nomadentum verbunden ist, dass man das überdenkt, weil natürlich müssen wir an bestimmten Orten, wir müssen Arbeiten finden, wir müssen Leute finden, die uns wichtig sind an bestimmten Orten. Das sind sehr reale, materielle Phänomene. Jetzt bin ich wieder in diesem abstrakten Philosophie-Sprech drin. Aber das sind tatsächlich Sachen, die bedeutsam sind und die wir nicht mit einem schönen Gedanken oder einer schönen Fantasie, Max Frisch meinte zum Beispiel, Heimat kann auch eine Melodie sein. Ja, aber trotzdem müssen wir arbeiten, trotzdem müssen wir einen Ort finden, an dem wir leben können. Ich fand, du hast das jetzt nochmal schön eingefangen. Für mich ist es nicht so abstrakt gewesen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie dieses Buch. Daniel, vielen Dank dafür, dass du hier warst.